In diesem Video stelle ich Ihnen den Flexodom und den Sion Blasebalg von Visible Dust vor. Aber jetzt trinken wir erstmal einen lecker schönen Kaffee, ne? Dieser Film ist direkt für drei Sparten gedacht. Und zwar, wir verkaufen einmal den Sion, den Blasebalg einzeln. Dann verkaufen wir den Flexodom einzeln. Wir verkaufen das Ganze aber auch als Set. Und ich habe mir da gedacht, naja gut, wenn das jetzt irgendwie drei Sachen auf einmal sind, die aber irgendwie alle miteinander zu tun haben, dann kann man die auch in einen Film reinpacken. Das heißt, ich werde Ihnen jetzt also gleich mal kurz eben als erstes den Flexodom vorstellen und dann noch ein paar Worte hier zu dem Blasebalg sagen, der nicht auch einfach nur ein einfacher Blasebalg ist, der hat es auch in sich. Der Flexodom, der sieht nicht nur lustig aus, wie man hier sieht. Der kann sich auch ganz lustig bewegen. Ne? So eine Spirale ist das. Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Man kann nämlich hier damit mit einem Blasebalg dann hier auch richtig professionell seine Kamera reinigen, beziehungsweise dann von Staub entfernen. Dazu braucht man natürlich erstmal eine Kamera. Dann haben wir hier also den Flexodom, der hat dementsprechend noch ein Bajonett. Jetzt kommt der nächste Hinweis. Wir haben natürlich diesen Flexodom für verschiedene Bajonette im Angebot. Canon, Nikon und wie das alles heißt. Ich habe jetzt halt mal eben hier stellvertretend einen für Micro Four Thirds genommen. Das heißt, die müssen also halt eben dann im Shop gucken, beziehungsweise auf der Seite, auf der sie sich gerade befinden. Wenn es jetzt Nikon sein sollte oder Canon, haben sie natürlich trotzdem richtig geklickt. Ich mache die Vorführung aber halt eben hier nur mit dieser Micro Four Thirds Variante. Das Ganze wird also dann hier einfach angesetzt auf dem Bajonett der Kamera, wird dann fest verriegelt und dann kann man hier, jetzt kommt also der Blasebalg ins Spiel, ganz einfach dann hier vorne dann den Visible Dust Blasebalg reinstecken und wie man sieht, kann man dann hier einfach lustig dann auch runtergehen und kann dann hier schön den Staub entfernen. Sie sehen, der große Vorteil davon ist einfach, dass es sehr sicher ist. Man kann also hier, man muss keine große Angst haben, außer natürlich, ich haue jetzt hier volle Kanne drauf, dann geht das Ganze natürlich auch auf den Sensor. Man muss aber keine Angst haben, jetzt hier irgendwie großartig, dass man da irgendetwas mit dem Blasebalg und der Spitze hier dann zerstört. Der Blasebalg an sich selber vorne auch nochmal gummiert, also das heißt, das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber wie gesagt, das muss ja auch nicht sein, dass das passiert. Diese Öffnung, die ist also hier perfekt auf den Sion, auf den Blasebalg abgestimmt. Der Vorteil ist aber auch der, dass ich nämlich hier noch die zweite Hand frei habe und kann also hier jetzt einfach dann den Staub entfernen. Normalerweise sieht das ganze Prozedere nämlich so aus, dass Sie den nicht haben, den Flexodom. Und gehen dann hier mit einem ganz normalen anderen Blasebalg. Ich kann aber auch jetzt hier nochmal den Blasebalg nehmen hin. Und dann müssen Sie also erstmal gucken, hier den Blasebalg festhalten, wenn es geht. Wenn ich das nicht mache, dann sehen Sie auch allein, dass hier durch die Bewegung halt eben hier auch immer dann diese Spitze einfach hin und her schlackert. Und das ist nicht sehr effektiv. In dem Augenblick, wo ich hier die Luft rausblase, biegt das Ganze sich, logischerweise, weil ich das auch hier zusammendrücke, die Luft muss ja irgendwo herkommen, dann einfach zur Seite. Das haben Sie hier mit dieser Vorrichtung nicht, indem Sie die einfach hier reinstecken, auf die Kamera drauf machen, auf das Bajonett, fest verriegeln und auch jetzt hier einhändig sehen Sie einfach, dass das Ganze in der Spur bleibt. Es bewegt sich natürlich ein bisschen, aber es zieht nicht mehr zur Seite weg. Und ich muss den Blasebalg hier auch nicht festhalten, aus Angst, dass ich ihn jetzt irgendwie vielleicht doch dann irgendwie auf die CCD dann einfach aufsetze, sondern ich kann hier die Kamera festhalten, ich kann das Ganze aber auch zum Beispiel halt eben so machen und ne, Schwerkraft lässt grüßen, das Ganze auf dem Kopf dann einfach blasen und der Staub in der Regel ist ja dann trotzdem schwerer als Luft und fällt dann halt eben auch sanft einfach runter, beziehungsweise ergleitet. Ja, das ist also hier eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Sieht sehr lustig aus. Im ersten Augenblick denkt man erstmal so, was ist das denn? Ne? Aber das hat es halt eben dann doch in sich. Jetzt kommen wir zu dem Blasebalg. Der Blasebalg ist nicht einfach nur irgendein Blasebalg. Ist also erstmal ergonomisch gut geformt. Natürlich, Logo. Ne? Jeder Blasebalg sieht so aus. Ich habe hier nochmal ein anderes Modell als Vergleich. Da sehen Sie halt eben auch, dass diese Blasebalger natürlich halt eben alle mehr oder weniger die gleiche Form haben. Das ist mehr so die Rakete, ne, vom Aussehen. Hier habe ich die Möglichkeit, dass also auf der Rückseite, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass hier nämlich so ein Filter drin liegt. Den Filter, den ich sogar wechseln kann, indem ich jetzt hier einfach dieses Gewinde aufschraube und dann Zugriff auf den Filter habe, kann den Filter wechseln, drehe das Ganze wieder zu und das bedeutet in dem Augenblick die Luft, die angezogen wird, in dem Augenblick, wo ich den Blasebalg loslasse, wird ja Luft angesaugt und wenn ich dann drauf drücke, dann geht sie also vorne wieder raus, ist diese Luft, die angesaugt wird, aber auch staubfrei. Wir haben hier einen anderen Blasebalg, der hat hier einfach nur ein Loch, das heißt, hier wird einfach nur die Luft angesaugt, egal, ne, wenn die Frau gerade gesaugt hat und die ganze Luft voller Staub ist zum Beispiel, auch weil man vielleicht nicht so einen wahnsinnig tollen Staubsauger hat, das wird hier gnadenlos reingezogen und in dem Augenblick, wo ich das Ganze dann hier auf die Kamera richte, kommt das Ganze auch vorne wieder raus. Das heißt, ich bekämpfe dann Staub mit Staub, dass das natürlich
natürlich dann nicht so effektiv sein kann. Das müsste also eigentlich auch dem Dümmsten dann direkt auffallen. Hier habe ich das Problem nicht. Hier wird die Luft gefiltert. Ich habe aber auch zusätzlich dazu noch auf der Vorderseite hier einen Filter. Der ist hier vorne in der Spitze eingearbeitet. Auch hier vorne ein kleiner Filter. Das ist diese weiße kleine Scheibe, die man hier vielleicht sehen kann in dem Video, durch die Kamera. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich kann es im Kontrollmonitor nicht ganz genau sehen. Aber wie gesagt, hier vorne ist auch noch ein Filter drin. Das heißt, hinten ist gefiltert, vorne ist gefiltert. Und das Ganze kann man auch wieder zusammenbauen und dann kann man diese Komponenten natürlich auch einzeln erwerben. Das bedeutet, dass man halt eben hingehen kann und sagen kann, gut, ich habe jetzt hier schon so ein Visible Dust Blasebike, der also auch passt. Dann kann ich also hier einfach die Komponenten einzeln kaufen und kann dann halt eben den Blasebike, den ich habe, einfach benutzen. Dann wird das einfach hinten drauf gesteckt. Das gleiche geht natürlich auch vorne für die Spitze und hurra, ich habe einen ganz aktuellen neuen super Blasebike. So, zusammenfassend können wir festhalten, wir haben also einmal hier diesen Blasebike mit zwei Filtern und wir haben hier im Set dann noch einmal den Flexodom. Was der Flexodom ist, habe ich Ihnen gerade ganz genau erklärt und das Ganze können Sie halt eben also einmal einzeln erwerben oder halt eben auch im Set. Ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Geschichte, wie ich finde, und bevor man halt eben hier einfach mit so 0815 Equipment von Anno Pief dann irgendwie rumhantiert, dann sollte man doch direkt hier zu den besseren Komponenten greifen.